Ja, ich habe noch immer die gleiche Pulli an. Ja, wir haben zu einfach gedacht. Und so sieht unsere Gassituation aus. Ich habe noch immer die gleiche Pulli an, aber die Woche ist eine neue und wir haben mal einen echten Perspektivwechsel. Wir sind weitergefahren und sind jetzt etwas weiter an der Südküste, zwischen den Fjorden. Sieht wieder so anders aus. Ja. Das Ende vom letzten Vlog, da waren wir echt gefühlt wie auf Sardinien, richtiger Sandstrand mit türkisem Wasser. Und jetzt ist es echt wieder so richtig typisch norwegisch, zumindest was ich mir so unter Norwegen vorstelle. Grün, felsig. Auch die Fahrt hierher war verrückt schön. Wahnsinn schön, ja. Es ist wieder was frischer, aber wir haben wieder Pulli, lange Hose. Es hatte geregnet gestern, es hat abgekühlt, aber halb so schlimm. Es ist einfach traumhaft. Ja. Gespannt, was die Woche so bringt. Jetzt wird einmal Klo geleert, Wasser gefüllt, dass wir wieder weiter können. Und so sieht es im Bus aus, wenn wir eine kurvige Strecke gefahren sind. Das Klopapier hat sich komplett aufgerollt, das ist irgendwie runtergefallen. Zeba rollt sich auch auf, aber schöne Strecke, oder? Ja, mega. Ein Traum. Echt ein Traum. Ich fülle das Wasser mal auf. Und die Toilette leeren. Klappt's? Früh, du machst direkt alles sauber. Wir gucken jetzt irgendwo von außen. Aber da gibt's ja noch anderes Wasser, ne? Nee. Schon da. Da geht's wieder. Schüttel. Und nochmal, ne? Also, das kriegst du gut hin. Toppi. Norwegen verwöhnt uns weiterhin mit Sonnen. Naja, heute Morgen sah es noch anders aus, muss ich sagen. Man sieht dich nicht. Was hast du gesagt? Ich bin immer noch so alt. Da bist du. Heute Morgen sah es noch anders aus. Da war es, es hat geregnet, es war echt kalt und so. Und dann plötzlich macht es Schnipp und es ist eine andere Welt. Das ist echt verrückt. Gute Nachricht, wir sind aber trocken geblieben. Stimmt.
Mega, ja. Ja. Bisher alles trocken, nichts tropft. Hm. Hoffentlich bleibt so. Ja. Ist auch gut, weil die nächsten Tage sieht sehr wechselhaft aus. Sonne, Regen, schon auch viel nass, aber wir haben gemerkt, man kann hier nicht so nach der Wettervorhersage gehen, weil es kam jetzt irgendwie, gestern war irgendwie ab 3 Uhr mittags nur Regen angesagt, bis abends. Und es war das Gegenteil, es kam die Sonne raus und es hat gar nicht geregnet. Es war abends. Herrlicher Tag und heute auch wieder, vor 3 Stunden saß wieder noch echt kalt, dicke Jacke an, nass. Und 3 Stunden später stehen wir einfach in T-Shirt und es ist herrlich warm draußen. Ja. Also das ist wechselhaft, aber dafür auch umso spannender. Ja. Und gut. Was auch spannend ist, ja. Ich habe gestern schön gekocht. Wir hatten schon richtig schön was im Kopf. Du bist ja wieder am Kochen. Ich bin wieder am Kochen. Genau, gestern Gemüse angebraten und so. Ja. Wir wollten mit Tomatensauce und Nudeln. Dann wollte ich gerade das Nudelwasser aufsetzen und dann ging das Gas leer. Ja. Das Gemüse war zum Glück schon durch genug, dann haben wir das einfach mit Wraps gegessen. Ja, das Ding ist... Wir haben ja gesagt, wir holen, wenn wir noch in Dänemark waren, wir holen Gas, wir bereiten alles vor und sorgen, dass wir irgendwie vorbereitet hier in Norwegen ankommen. Das Ding war aber, in Dänemark da oben gab es diesen Campinggas eigentlich gar nicht. Also online stand, dass es das da gibt. Genau, es überall gibt. Wir sind da überall dann vorbeigefahren und jeder hat uns erzählt, ja, das wird hier so wenig verkauft, das können wir halt gar nicht anbieten, das haben wir gar nicht. Deswegen haben wir es nicht bekommen. Dann haben wir einfach geguckt und gesagt, wir nehmen jetzt ein Risiko. Wir wissen, es ist bald leer, aber man muss es eigentlich auch beim Füllster schon wieder aufgefüllt bekommen. Es gibt hier so LPG auch Tankstellen, ja. Aber nicht super viele, das ist halt das Ding. Jetzt sind genau, aber, wir hoffen, dass wir die auch unsere Campinggasflasche auffüllen. Ja, weil wir haben so einen Adapter dafür und das ist dann genau die gleiche Anzug wie diese graue deutsche Flasche und wir wissen, dass sie die auffüllen können. Also sind wir der Überzeugung und haben die Hoffnung, dass auch unsere Flasche einfach aufgefüllt werden kann und das würden wir morgen dann mal testen, weil wir haben hier schon fündig gemacht und genau, die hatte heute zu, deshalb mussten wir heute ohne Gas auskommen. Es musste natürlich auch genau auf Samstagabend passieren, Sonntag alles zu und Montagmittag, also morgen geht es erst um 3. Ja, das heißt morgen schon wieder kein Kaffee auf dem Bett. Ja. Aber ist voll nett. Hier ist so ein kleines Kaffeechen, da haben wir uns dann heute Mittag einen Kaffee gekauft. Oder du. Und die haben wir gefragt, ob die uns Wasser abkochen können. Wir hatten Wasser in unserer Thermoskanne. Ja. Und das haben wir netterweise gemacht, dann konnten wir mit dem heißen Wasser Couscous aufquellen lassen. Und jetzt gibt es einfach einen Couscous-Salat. Ja, also du schnibbelst noch. Hier ist der Couscous, hat schon gezogen. Genau. Und dann gibt es das als Abendessen. Auch lecker. Und dann morgen einfach wieder warm. Hoffentlich. So, so wird es. Zumindest ist es jetzt draußen warm. Das macht schon ein bisschen dann wieder die Launen besser. Ja. Und ich freue mich noch auf ein Abendsession in der Welle. Es sind ein paar Wellen da. Gehe ein bisschen foilen. Und dann komme ich vielleicht mit. Ja, das machen wir so. Ist unser Plan. Ich hoffe, ihr habt auch genug zu tun da draußen. Oder auch nichts zu tun. Oder auch nichts zu tun. Ist auch herrlich. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Also schönen Abend. Es wird spannend. Wir fahren zum Gas auffüllen und wir hoffen, es klappt. Wir haben so Lust auf einen Kaffee. Es ist 3:15 Uhr. Und unser erster Kaffee wartet, ne? Der wartet, ja. Ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich glaube, mein Körper ist es gewohnt, wenn er aufgestanden ist oder wenn er wach ist, dass er erstmal einen Kaffee trinkt, was ihn so auf Touren bringt. Ja, höchste Zeit. Ich hoffe, es klappt so. So, die Hühner nehmen uns schon mal in Empfang hier. Da ist nämlich jetzt die LPG-Gastankstelle. Und irgendjemand privat, hier ist so ein Bauernhof. Und dann hoffen wir, dass die richtigen Adapter haben, um uns die Flasche zu füllen. Oh ja. So, wir fahren wieder. Ja, wir haben zu einfach gedacht. Es gibt nämlich den Unterschied zwischen Bütan und Propan, klar. Nach rechts abbiegen, um auf Säulands Fettchen zu bleiben. Dann rechts abbiegen. Und im Campinggas ist, also wenn es in die südländische Länder gekauft würde, was unsere Flasche, der kommt ja aus Spanien, weil es da wärmer ist, wird es mit Butan gefüllt. Hier
haben sie aber nur Propangas. Ja, und die Butane Propan haben einen anderen Druck, ne, pro Kilo. Ja. Propan hat viel mehr Druck, deswegen kann man nicht einfach so eins auf eins einfach mal füllen. Nee, und auch, die haben gesagt, ihnen ist es zu riskant, unsere Flasche damit zu füllen. Wir haben gesagt, man könnte ja auch einfach nur halb voll oder viel weniger machen. Aber sie meinten, wenn da, wenn die davor nur für Butan war, dann wollen sie das nicht machen. Ja, safety first. Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die haben uns, sie waren mega freundlich, also echt nett, haben richtig mitgedacht und haben noch mal ein anderes angerufen. Da fahren wir jetzt hin eine halbe Stunde und dann kaufen wir uns wahrscheinlich so eine norwegische Propangasflasche und der hat anscheinend auch viele Adapter, dass es dann hoffentlich geht. Ja, weil ich habe immer noch Lust auf Kaffee. Ja. Unsere Gassituation. Wir. Schau nicht nach mir bitte, ich fühle mich so ein Trottel. Wieso? Es kann niemand was dafür. Ja, aber wir hätten uns schon besser vorbereiten und informieren können. Und es sind viele Sachen schiefgelaufen. Ja, wir hatten in Dänemark ja noch dann geschaut, weil wir da nicht mehr an eine Campinggasflasche rangekommen sind. Was es da für Möglichkeiten gibt, dann haben wir gesehen, dass man einfach die deutschen Gasflaschen auch dort auffüllen kann, wo wir ja heute waren. Problem war natürlich, dass unser Campinggas, dass es eine reine Butanflasche ist und es geht nicht. Und die deutschen Gasflaschen sind Mischflaschen, da geht es anscheinend. Wussten wir alles nicht. Jetzt haben wir eine norwegische kleine Gasflasche gekauft plus Adapter. So sieht es aus, das ist die Flasche, da ist der Adapter. Das Problem bei der ganzen Sache war dann, dass unser Adapter von unserem Kocher nicht auf den Adapter von der Gasflasche passt. Und wir haben nirgendwo im Baumarkt oder auch im Campingshop einen passenden Schlauchadapter irgendwas gefunden. Tja, was wir jetzt gemacht haben, tada, wir haben uns so eine Flasche gekauft. Mit so einem Aufsatz, das heißt, wir können wenigstens kochen, Kaffee machen, warm essen. Und es gibt zu unserem Kocher einen Adapter, der direkt auf solche Flaschen geht. Den gehen wir jetzt bestellen. Wir dürfen eine Adresse nehmen von einer, die haben wir in Tarifa kennengelernt, die lebt hier. Also super praktisch. Solastrand Beach Hotel und da gibt es eine Surfschule. Also falls ihr mal in Norwegen seid, coole Schule, cooler Strand. Vorbeischauen. Genau. Super nett. Ja, und dann geben wir nämlich Gasflasche mit Adapter morgen wieder zurück. Haben wir nicht benutzt, brauchen wir nicht. War auch ziemlich teuer. Ja, 100 Euro für das Ganze. Und dann können wir es machen. Wenn man diese Gasflasche, man kauft die, aber kann sie dann am Ende nicht wieder abgeben und kriegt sein Geld zurück als Pfand, sondern das ist, man hat sie einfach gekauft. Ich kann dir sagen, es hat 1043 Kronen gekostet. Das hört sich ordentlich viel an. Ja. Ja, jetzt kochen wir mal, hätte ich gesagt. Ja. Jetzt gibt's nur One-Pot-Gerichte.
Gestern mal wieder eine Runde Kiten und Windsurfen. War cool, oder? Hat mega Spaß gemacht. Ja. Mega Spaß gemacht. Es war sonnig, ja. In der Sonne schön warm, aber das Wasser war eiskalt gestern irgendwie. Oder der Wind, so meine Finger und Füße waren irgendwie nach einer Stunde eingefroren. Die waren so ein bisschen taub. Muss ich aufhören. Ja, jetzt sind wir ein Stück weitergefahren und stehen wieder in den, oder ja, Fjord würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber ja, wieder. Nicht auf Strand. Nee, aber. Wir sind Richtung Berge und wir stehen vor der ersten Fähre, wenn es von Stavanger nach Bergen geht. Fähre. Also Fähre. Oh, Fähre. Hier stehen wir. Und da so kleine Fischehäuschen, richtig süß. Traumhaft schön. Es wird mal wieder gekocht und so sieht unsere Gassituation aus. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach solange wir noch hier in Norwegen sind, macht dies im nicht Norden, daheim, Disclaimer, so darf man nicht kochen. Das stimmt, ist ein Outdoor-Kocher. Ja, ein Outdoor-Kocher und wo sind wir? Indoor. Im Bus, ja. Also, ja. Ja. Macht es nicht. Wir müssen. Wir haben keine Wahl, notgedrungen. Das ging nicht mit der Flasche hier aus Norwegen, mit den Adaptern, das hat alles nicht gepasst. Und wir wollten diesen Adapter für unseren Kocher auf diese Flaschen bestellen. Hätten wir jetzt ewig drauf warten müssen, jetzt haben wir gesagt... Nee, es war nicht verfügbar. Es war nicht verfügbar, so war es. Es war gar nicht da. Stimmt, und dann hatten wir schon drei Tage so gekocht und dachten wir, ach, eigentlich geht's auch. So mit einer Flamme muss man halt One-Pot-Gerichte machen und... Ja, jetzt haben wir gesagt, wir machen es voll so, solange wir hier sind. Was sind das jetzt noch? Zwei Monate oder keine Ahnung. Kriegen wir hin. Wir haben genug Gasflaschen davon geholt. Und ja, wisst ihr Bescheid. Kochen läuft jetzt so ab. Du wirst halt Profi in One-Pot-Gerichten. Ja. Oder ja, du bist halt eher der Koch, ne? Deswegen. Ja, meistens schon. Und ja. Wenn es draußen schön warm ist und nicht windet und so, dann kochen wir auch draußen. Ja, oder wir machen mal eine Bergtour und haben können wir direkt einen Kaffee kochen dabei. Ja. Ja. Sehr gut. Und so sieht das Ganze dann aus. Linsen, Nudeln, Blumenkohl, Courgette. Zucchini ist das Courgette. Ah ja, Zucchini. Kein Courgette. Karotte. Herrlich schmeckt es auch, muss ich sagen. Und die Rosine, ja. Die Süße der Rosine. Hast du noch gar richtig nicht bemerkt, gut. Dass da Rosine doch, ich habe es gerade geschmeckt. Mein erster Biss war direkt mit Rosine. Sehr, sehr gut. Also geht alles auf einer Flamme. Geht man doch. Muss aber sich davor ein bisschen besser organisieren. Ja. Dass alles schon bereit liegt, geschnibbelt und so. Ah, ich dachte wegen der Gassituation, aber du meinst wegen dem Essen. Ja. Beides vielleicht. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, wir sind versorgt gut, ne? Jetzt und es schmeckt gut. Am besten kocht man immer direkt eine große Portion. Das für zwei Tage reicht, dann muss man am nächsten Tag nur aufwärmen kurz. Danke für den Tipp. Also guten. Guten. Halt. Stau. So schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Fähre. Erst schaffen. Und dann Kuh. Ja, es standen Schafe auf der Straße. Und dann Kuh, ne? Aber einiges. Guten Abend, Frau von Berlo. Was machen Sie dort? Wir sitzen auf der Fähre und fahren von
Mortavica. Schau, wir sind mitten auf dem Wasser. Ja. Hier rüber. Und zwar ist hier Stavanger. Und wir wollen hier langsam hoch Richtung Bergen. Und das ist das Kürzeste, wenn man dann die Strecke hier mit der Fähre fährt. Ja. Ja, es schwankt. Es schwankt, ne? Aber wir sitzen im Auto, weil es regnet. Ja. Und es hat auch voll zugezogen, man würde auch nichts sehen. Aber wir dachten, wir fahren heute, weil morgen windet es stark. Das heißt, noch mehr Wellen, noch mehr Seegang. Dachten wir, wir fahren lieber heute Abend noch. Es ist nämlich 9. Gut, dann. Und wir haben uns gerade registriert. Ja. Hier ist es übrigens mit Mautgebühren und allem irgendwie so, dass es alles über Kameras läuft. Die scannen dein Nummernschild. Und dann kriegst du das irgendwann als Post nach Hause als Rechnung. Aber jetzt für die Fähre haben wir uns registriert bei FerryPay. Und ein Konto hinterlegt, da mussten wir Nummernschild und Kreditkartennummer und so, und dann spart man sich ein bisschen Kosten, diese den Brief. Rechnungskosten und so, ja. Genau. Dann wird es direkt abgebucht. Ja. Aber super, man muss nirgendwo davor anstehen. Es ging richtig flott, ne? Wir sind angefangen. Aufgefahren. Ja. Wir waren jetzt ein bisschen unsicher, müssen wir, wo zahlen wir und so. Aber ja, so läuft es hier. Ja. Sehr gut. Ja. Also dann gut rüberkommen und gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Morgen, ihr Lieben. Wir hatten eine herrliche Nacht hier. Ich stehe schön in der Sonne, aber ich glaube nicht mehr lang. Da kommt schon wieder die nächste Regenfront. Es ist ein Auf und Ab. Es scheint hier ungefähr 5 Minuten die Sonne, 5 Minuten bewölkt und dann 5 Minuten Regen und dann wieder von vorne. Also es ist sehr wechselhaft. Aber wir haben wieder ein schönes Plätzchen. Wir stehen direkt wieder am Wasser und es windet. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen einen Spot, wo wir schön aufs Wasser können. Was wir für einen Spot dann aber wirklich gefunden haben, seht ihr nächste Woche, denn die Woche ist schon wieder zu Ende. Ja, aufregende Woche. Ich muss sagen, es war wieder ereignisvoll. Ereignisvoll, oder wir haben wieder einiges dazugelernt. In Sachen Gas. Ja. Und vor allem bin ich hier begeistert von Land und Leute, weil ich muss sagen, jeden oder fast jeden, die wir treffen, ist echt freundlich, menschlich, so irgendwie. Ja, das stimmt. Voll hilfsbereit und so und ja. Ja, das ist richtig schön. Ja. Die Atmosphäre überall ist einfach direkt richtig gut und die Landschaft umso schöner. Genau. Und bin das Einzige, es könnte etwas wärmer sein, für meinen Geschmack. Ja, aber... Aber es ist einfach der Norden. Ja. Genau. Also. Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.